Weltmeisterin. Simone Blum ist BEMA Markenbotschafterin, natürlich auch Teilnehmerin, aber auch die Tochter vom Veranstalter. Ist das eigentlich ein Unterschied zu sonstigen Turniereinsätzen? Wird man da häufiger mal gebeten, geh mal, hol mal, mach mal? Bei mir ist eigentlich weniger. Ein bisschen mehr involviert ist da mein Mann, der Hansi. Der macht hier schon ziemlich viel. Und ich bin fürs Reiten zuständig. Gestern gab es eine schöne Runde mit Cecile. Ich glaube, sie waren Fünfte, ne? Heute soll die Aufgabe in der dritten Wertungsprüfung werden. Genau, heute ist DSP Cool Hill an der Reihe. Cecile musste sich gestern für ihn qualifizieren. Die Stute ist erst 8 und ist ihre erste größere Aufgabe gegangen. Hat es super gemacht. Heute probieren wir hier mit Cool Hill unser Glück. Er hat letztes Jahr hier ja den großen Preis gesponsert von BEMA gewonnen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir auch dieses Jahr vorne dabei sein können. Sie kennen Ihre Kollegen sehr gut und wissen auch, wie die beritten sind. Gibt es da so ein paar Kandidaten in der Starterliste, wo Sie Mule Blum sagt, und da gucke ich mal genauer hin? Die haben eigentlich gute Voraussetzungen. Ja, das sind hier natürlich viele Bayern, Max Weishaupt, Wolfi Puschak. Dann haben wir Pius Schwitzer, Marc Bettinger, sind viele, die, glaube ich, große Chancen auf den Sieg haben. Deswegen wird es, glaube ich, ein ganz spannendes Spiel.